Die 7. Gemeinderatssitzung 2014 in der Marktgemeinde St. Michael war mit Spannung versehen. Das war sofort ersichtlich, nachdem viele Zuhörer und Hörerinnen in den Sitzungssaal gekommen waren, um dabei sein zu können. Denn nach Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit durch Vizebürgermeister Schwinger stand gleich zu Beginn die Wahl und Angelobung des Bürgermeisters im Protokoll. Die Wahl erfolgte schriftlich und geheim. 20 Gemeinderäte waren stimmberechtigt. Das Ergebnis lautete: Es wurden 20 Stimmen abgegeben. Davon lauten auf Karl Fahringer 16 Stimmen und 4 ungültige. Ich frage dich nun, Karl Fahringer, nimmst du diese Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl an. Dann gratuliere ich dir. Die Angelobung wurde vom Bezirkshauptmann-Stellvertreter Dr. Wilhelm Edlinger mit dem Versprechen einer guten Zusammenarbeit seitens der Bezirkshauptmannschaft durchgeführt. Die bürokratischen Hürden sind alle überwunden. Sie sind jetzt offizieller Bürgermeister der Marktgemeinde St. Michael. Wie fühlen Sie sich? Ja, ich fühle mich bestätigt, leider nicht zu 100%. Aber ich denke, das ist im Rängespiel einer Demokratie erlaubt. Und ja, es steht eben 16-4. Aber immerhin größtenteils bestätigt. Es ist auch gleichzeitig Ihre erste Gemeinderatssitzung als Bürgermeister. Im Sitzungsprotokoll stehen viele Anträge. Es erwartet Sie also viel Arbeit. Ja, das ganz bestimmt. Also ich sehe dem auch absolut positiv entgegen. Sie haben recht, ich war die letzten 2 Wochen, obwohl noch nicht bestätigt mit der Wahl, schon sehr im Einsatz. Und es ist einfach viel zu tun, aber ich nehme das positiv an. Ich habe auch damit gerechnet. Welche Schwerpunkte werden Sie in der nächsten Zeit angehen? Wir haben Schwerpunkte Betriebsansiedelungen, wir haben Schwerpunkt Grundstücke, Erweiterungen, Widmungen. Also es geht wirklich darum, mehr Bevölkerung wieder in St. Michael anzusiedeln und wenn es geht, ihnen auch Jobs zu bieten. Um auch die bestehende Infrastruktur wieder mehr zu beleben, wie zum Beispiel die Schulen, Kindergärten und so weiter. Das Kräfteverhältnis lautet 14 Sitze SPÖ, 3 ÖVP, 3 FPÖ und einen Sitz die Grünen. Ja, wir werden in der Gemeinde St. Michael sicher mit voller Kraft jetzt arbeiten, dass die Wahl 2015 ist im Anstreben und für die Bevölkerung und St. Michael gute Leistung und gute Arbeit, damit die SPÖ St. Michael wieder einen guten Ruf oder einen sehr guten Ruf hat, den sie vorher schon gehabt hat. Jedenfalls der Start in eine neue Zukunft auf allen Ebenen ist erfolgt. 2015 werden die Karten neu gemischt und die Entscheidung der Bürger über die Arbeit der Gemeindevertretung wird sich darin wiederfinden.